Hallo Freunde der Filmunterhaltung, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Venom: The Last Dance. In diesem Film, der zeitlich nach Spider-Man: No Way Home einzuordnen ist, ähm, ja, haben Eddie und Venom ein paar Probleme. Und zwar gibt es eine Regierungsorganisation, die gerne Venom gefangen nehmen möchte. Aber das ist nicht ihr einziges Problem. Denn in, den, in der Welt der Symbionten gibt es einen Schurken namens Knull. Und dieser möchte etwas, was Venom hat. Und das möchte er unbedingt. Denn damit kann er aus der Welt der Symbionten nämlich rauskommen. Und Eddie weiß eigentlich gar nicht, was Venom eigentlich da mit sich rumschleppt. Aber ja, Venom erklärt ihm das und die beiden sind echt am Arsch. Und ja, sie versuchen sich da zu verstecken und äh, nicht auffällig zu werden. Was aber nicht wirklich so einfach ist. Denn sie bekommen, wie gesagt, mit dieser Regierungsorganisation, die Symbionten gefangen nimmt und untersucht, jede Menge Probleme. Und dann schickt Null auch noch ein paar böse, ja, sagen wir mal, Symbiontenjäger los, um Venom das Teil abzunehmen und gegebenenfalls auch zu vernichten. Und somit haben sie alle Hände voll zu tun, sich gegen allen möglichen Leuten und Feinden und dies und das entgegenzusetzen. Ja, so viel zur Story. Ja, die Story gibt jetzt nicht unbedingt so viel her, muss man ganz ehrlich sagen. Der Film ist, ja, man kann man sagen, kurzweilige Popcorn, Kino, Action, Komödie aber eigentlich bietet der Film jetzt nicht abgesehen von dem Teil was Venom hat jetzt nicht so viel Neues also ja es gibt so ein paar neue Gags und so hier und da gibt es mal so ein paar interessante Szenen aber irgendwie ist Venom 3 dann auch wirklich so dass ja man kann sagen so ein bisschen nicht nur The Last Dance sondern auch ja es sollte auch wirklich auch das letzte sein denn der Film bleibt einfach genauso wie Venom 2 einfach ähm, hinter seinen ja, Erwartungen einfach zurück, kann man so ganz ehrlich sagen. Denn ja, während man bei Venom 2 Carnage einfach viel zu schwach dargestellt hat, ähm, hat auch bei Venom 3 einfach die Story viel mehr Potenzial, als man nutzt. Und das ist schade eigentlich, weil der Film macht Spaß, der Film ist unterhaltsam. Aber. Er bringt einfach nicht viel nach vorne und das ist einfach so schade. Man kann sich den Film einfach so angucken, so als wenn man Venom 1 und 2 mag, mag man Venom 3, das ist ganz klar. Aber ähm, wenn man jetzt irgendwie bei Venom 3 jetzt irgendwie so richtig was Neues erwartet hat, irgendwie da kommt jetzt so richtig was Krasses auf und zu für den Abschluss, ja, dann ist man da doch dann hinterher ein bisschen. Enttäuscht. Äh, aber der Film hat auch viele gute Aspekte. Man lernt auch ein bisschen was über die Symbionten kennen, was so in den ersten beiden Teilen jetzt weniger der Fall war. Ähm, man hat auch wirklich so, also den Endkampf hat man auch wirklich gar nicht mal so schlecht gemacht. Also der macht schon Spaß und da ist auch wirklich viel Kravum und alles dabei. Aber, ähm, man hätte einfach in der Story als solches noch viel mehr rausholen können. Da hat man einfach so, ist man wirklich einfach, ähm, ja, weiß nicht, vielleicht nicht mutig genug gewesen. Da hätte man wirklich einfach mehr rausholen müssen. Und man hat auch immer so ein paar Flashbacks natürlich, was natürlich auch nicht so schlecht ist, wenn man einen dritten Teil macht, der irgendwas zum Abschluss bringen soll. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn ist, ist ein kurzweiliger Film, mit dem man Spaß haben kann, wenn man vor allen Dingen die ersten beiden Teile gemocht hat. Aber wie bei Teil 2 ist man bei Teil 3 auch einfach nicht bereit, die extra Meile zu gehen und Sachen ein bisschen besser hervorzuheben oder so zu verändern, dass es dass der Film einfach nochmal eine Schippe drauflegen kann. Das hat man hier leider nicht gemacht. Und das ist eigentlich schade, weil der Film eigentlich Potenzial hat. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content Creator. T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also, holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also, randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, da sind wir wieder. Venom the Last Dance. Ja, ist eine kurzweilige Popcorn-Unterhaltung mit Venom und Eddie Brock. Die einfach... Spaß macht, wie in den ersten beiden Teilen, aber einfach viel Potenzial nicht nutzt. Was eigentlich schade ist, denn man hat neuen Schurken, man hat ähm, auch so ein paar neue ähm, ja, Sachen, aus denen man einfach viel mehr hätte rausholen können, was man leider nicht gemacht hat. Und das ist eigentlich schade, denn ja, vielleicht. Wird es Zeit, dass Venom wirklich auf Spider-Man trifft? Aber das Sony-Spider-Verse hat ja immer noch das Problem, dass sie keinen wirklichen Spider-Man haben. Deswegen kommt jetzt auch der Miss Craven the Hunter, der alles Mögliche macht, aber nicht auf Spider-Man treffen wird, wahrscheinlich. Gehe ich jetzt mal von aus. Denn da scheint wohl bisher immer noch keine Bewegung drin zu sein. Aber er ist nicht so schlimm wie, wie Madame Web zum Beispiel. Aber er ist auch echt wirklich nicht gut. Also, da hat man einfach viele Dinge nicht gut gemacht, nicht richtig gemacht. Und deswegen kommen wir mal zur Bewertung. Und somit gebe ich den Film, ja, eher so drei Totenköpfe von fünf. Weil der Film ja nicht schlecht ist, er ist nur einfach nur nicht mutig genug. Und ähm, ja, für so kurzweilige Popcorn-Action ist das ganz in Ordnung. Ja, das war meine Filmbewertung zu dem Film Venom 3. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.